Winky, das ist der Westmark Siegerboy. Das ist ein Dosenöffner, der die Dose mit diesem Messer hier aufschneidet, und das Messer wird von diesem Zahnrad vorangetrieben. Wenn ich das Rad drehe, dann geht das Zahnrad nach oben. Wenn ich es zurückdrehe, geht es zurück. Und im Leerlauf wird es automatisch nach einer Runde zurückgedreht. Ansetzen tue ich das Ganze so, dass das Messer in dieser inneren Kante liegt und das Zahnrad an dieser Kante ansetzt. Wenn ich dann drehe, dann setzt sich das Messer automatisch fest und ich könnte die Dose öffnen. Hier gegenüber sieht man es von der anderen Perspektive nochmal. Das Messer liegt hier an der Kante auf und ich drehe es fest mit dem Zahnrad von unten und warum präsentieren wir den Siegerboy? Wir hatten eine Person, die hatte mit so einem Zahndosenöffner gearbeitet und hatte, hier muss ich den ansetzen, in ähnlicher Weise, und hatte nicht mehr die Kraft, gleichzeitig die Zange zu drücken, hier an dieser Stelle, und das Rad zu drehen. Und wir haben festgestellt, dass sie sich mit dem Siegerboy oder mit diesem Einhand Dosenöffner eben sehr leicht tut, weil er kann angesetzt werden und kann dann mit einer Hand gedreht werden. Ich setze das Ganze so an, dass das Zahnrad von unten gegen die Kante drücken kann und das Messer von oben. Hier hinten nochmal gezeigt, ist es so, ich drehe jetzt die Dose nach oben, sie schneidet ein und wandert gleichzeitig um die herum. Hier drüben hat es nicht wirklich geschnitten. Das mag daran liegen, dass ich die Dose zum zweiten Mal geöffnet habe oder dass die Dose so einen Rand zum Aufziehen hat. Ich mag das nicht beurteilen.